die Entwicklung bis 15.5 sich genau unter die Lupe zu nehmen, macht sehr viel Sinn. Denn in der Zeit finden die entscheidenden künstlerischen Entwicklungen Dürers statt. In der Zeit finden viele Dinge ihren Abschluss. Die gemalten Selbstbildnisse sind zu Ende, die Aquarelle sind zu Ende. Und bereits um 1500 fängt der Theoretiker an, der fortan an 10 Büchern zu Lehrbüchern der Malerei schreibt. Also diese Mischung aus breitem, lockeren Strich und kalligrafisch feinem Finish, das macht die Lebendigkeit aus. Duerer ist da nie langweilig oder spröd, weil er immer virtuos, frei, aber unglaublich präzise arbeitet. Wir haben von keinem einzigen Gemälde eine Entwurfskizze, aber wir haben so faszinierende Blätter, wo er ganz komplizierte, schwierige Figuren zu zeichnen versucht, scheitert, an die Grenzen kommt und am eigenen Körper dann die Anatomie und Verkürzung überprüft. Es gibt keine tolleren Dokumente, einem Künstler beim Arbeiten über die Schulter zu gucken. Thank you.